Hier in Ostfriesland haben wir ganz schön viel Himmel. Um Ihnen den ostfriesischen Himmel in all seiner Weite zu zeigen, bin ich ein paar Kilometer von Leer nach Osten gefahren, hier an einen Bogen des Jümmeflusses zum Schöpfwerk Holtland. Besonders eindrucksvoller Ort, wo man auch sehen kann, wie sich der Himmel auf der Erde spiegelt. Also in Ostfriesland, das ist der Himmel auf Erden. Nee, das kann man eigentlich nicht behaupten. Sonst würden ja auch vor dieser herrlichen Kulisse von Himmel und Erde nicht so viele Ostfriesland-Krimis spielen. Aber dass Himmel und Erde einander berühren, das kannst du hier sehen. Die biblische Geschichte von Christi Himmelfahrt zeigt die Berührung von Himmel und Erde nochmal auf andere Weise. Das haben die Jüngerinnen und Jünger Jesu erlebt. In Jesus kommt der Himmel auf die Erde. In dem, was er sagt und was er tut, zeigt sich Gott. Seine Liebe besiegt das Böse. Wenn Jesus an Himmelfahrt in einer Wolke verschwindet, dann heißt das nicht, dass seine Geschichte damit aufhört. Sondern die Geschichte des Himmels auf Erden geht in anderer Weise weiter. Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Fragt eine Stimme und holt die Jüngerinnen und Jünger aus ihrer melancholischen Trauer heraus, aus dem Abschiedsschmerz und sagt, sucht Gott nicht länger in den Wolken, sucht ihn hier bei euch auf der Erde. Hier spiegelt sich Gottes Licht. An Himmelfahrt suchen wir gern das Weite. Wir feiern Himmelfahrt unter freiem Himmel, denn über unserer Erde wölbt sich der Himmel Gottes und Gottes Licht spiegelt sich auf dem Wasser. Genauso bleibt seine Liebe bei uns.